Gut, dann werde ich jetzt zeigen, wie sich das Link-Portfolio herstellen lässt. Zunächst einmal, was ist gefordert? Es soll vielleicht eine Profilinformation auf deinem Portfolio zu finden sein. Vor allem dieser Teil hier, Social Media, Berufserfahrung, Schul- und Berufsbildung, sind freiwillig, aber wenn du das ein bisschen schön machen möchtest und ich ein bisschen sehe, wenn ich da vor mir habe, wäre das noch praktisch. Darunter kommt das Lernjournal für Link. Jede Woche einen Eintrag mit einem Fototagebuch, einer positiven Erfahrung und drei gelernten Dingen, für die man dankbar ist. Dann, wenn du den freiwilligen Lernjob MOOC besuchen absolvierst, kommt darunter dann noch dieses Lernjournal für die MOOC, auch wieder mit einem Fototagebuch, den geforderten Anzahl Sätzen, kommt ein bisschen darauf an, wie umfangreich deine MOOC ist, das wird abgemacht. Und im Anhang dann jeweils ein Nachweis, was du diese Woche so gemacht hast, ein bestandener Quiz oder etwas Ähnliches, dass man sieht, du warst da aktiv auf dieser MOOC. Wenn es da Zertifikate gibt, kannst du die auch noch im Anhang präsentieren oder auch ein Badge, wenn du einen Badge erhältst für die Teilnahme in dieser MOOC. Also so wird das ungefähr ausschauen am Schluss. Vor allem der erste Teil hier bis hierhin, das sollen dann alle haben. Der untere ist dann, wie gesagt, freiwillig. Also erster Schritt, einloggen auf Mahara, das ist eportfolio.phtg.ch, anmelden. Und danach gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt den Auftrag durch. Der findet sich auf MOOC, ist der Auftrag A, also Lernjob A. Und da wird ein bisschen geschrieben, was man lernen kann. Und hier bei der Lernkurve werden die verschiedenen Schritte, die da bearbeitet werden, aufgelistet. Erster Schritt ist, Fototagebuch, den Ordner oder Verzeichnis Fototagebuch anlegen und das Lernjournal ebenfalls anlegen. Machen wir mal Fototagebuch Link. Das ist ein Verzeichnis, in dem legst du dann dein Fototagebuch ab, also die Bilder. Ist bei diesem Veggie-Burger hier in drei Strichen, unter Create gibt es den Punkt File. Wenn der auf ist, kannst du da dieses Verzeichnis anlegen. Ich sage den jetzt Demo, weil bei mir gibt es den anderen schon, ich den unterscheiden kann. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt, wieder auf diesen Wikiburger hier und dann Journals. Dort entsteht dann dein Lernjournal. Ah, das habe ich vorhin schon angelegt. Ich muss das nochmal löschen. So, und schon ist es wieder weg. Und jetzt kann ich hier auf Create Journal klicken und gebe denen den Titel Lernjournal Link Demo. Bei mir heißt es Demo, weil es, wie gesagt, ist nur eine Demo, bei dir heißt es dann nur Lernjournal Link. Bei der Beschreibung dieses Lernjournals, da kopiere ich jeweils diesen kurzen Text hinein, der Link erklärt. Ist hier bei Link kurz erklärt zu finden auf Moodle. Und er lautet, das Link-Modul vermittelt Wissen und so weiter. Kopiere das mal und kann das dann hier direkt einfügen bei der Beschreibung. Das reicht schon mal, Create Journal und schon hier dieses angelegt und steht mir von jetzt an hier zur Verfügung. Wenn ich später mal einen Beitrag anpassen möchte, vielleicht einen Tippfehler gemacht oder ich möchte noch einen Satz ergänzen, was auch immer, kann ich jederzeit hier hinkommen und bei diesem Pfeil bekomme ich dann die Übersicht aller Beiträge und kann die dann mit diesem Bleistift dann ändern. Also es ist der Ort, wo man es ändern kann. Gut, der nächste Schritt ist ja wieder im Auftrag aufgelistet, eine neue Ansicht erstellen, die den Titel Link-Portfolio von, und dann kommt dein Vor- und Nachname. Wieder auf portfolio.thtg.ch gehen, wg-burger, create, gibt's den Punkt Pages and Collections. Und da sage ich jetzt mit Add eine neue Page.
Sie soll den gegebenen Namen hier haben. Genau. Nicht auch wieder Demo. Bei dir muss das Demo natürlich nicht stehen. Und ich glaube, es reicht schon. Wenn du möchtest, kannst du unter Advanced das mal aufklappen. Da gibt es noch verschiedene Themes. Das sind so Designs. Kannst du mal ausprobieren, ob dir eins besser gefällt als das Institution-Theme. Das wäre das Standard-PHTG-Theme. Es gibt noch andere. Ich habe zum Beispiel das Primary School für mein Beispiel hier, was ich vorhin gezeigt habe, verwendet. Dann gibt es hier diese poppigen Farben hier bei den Blöcken. Ich lasse es jetzt mal auf dem Standard der PH und speichere das und habe jetzt hier eine leere Ansicht oder ein leeres Portfolio, wo noch nichts drin ist. Dann der erste Schritt ist hier mit dem Plus Elemente hinzuzufügen. Plus, sagen wir mal oben, soll es hinzugefügt werden und ganz oben hier Add. Und als erstes würde ich jetzt da mal die Profilinformation einpflegen. Mal schauen, muss da immer vieles aufklicken. Jetzt kommt hier Profilinformation und sage, da soll mein Name stehen, Vorname und Nachname sowie hier weiter unten mein Profilbild. Das müsstest du zuerst hochladen, wenn du das anzeigen möchtest. Und dann die E-Mail-Adresse, mal die von der PHTG. Was ich immer vergesse, und jetzt hätte ich auch wieder was vergessen, hier oben den Blogtitel wählen. Ich sage dir mal Profilinformation, Profil, Information, habe schon mal getippt und speichere das jetzt ab. Dann ist da schon der erste Block da mit dem Titel Profilinformation. Wenn ich da mal später was ändern möchte, nichts leichter als das, einfach hier auf dieses Zahnrad klicken und dann kann man den Titel ändern oder weitere Elemente hinzufügen oder auch wieder wegnehmen. Nächsten Schritt füge ich das Lernjournal hinzu. Auch wieder Plus. Dann dieses Mal am Ende der Seite hinzufügen, unter der Profilinformation. Add. Und kann jetzt wieder hier aufklicken. Jetzt kommt es gerade schon Journal. Muss ich ein Journal hinzufügen. Und zwar habe ich das vorhin Lernjournal Link Demo genannt. Bei dir heißt dann eben Link, also Lernjournal Link nur ohne das Demo. Bei der Anzahl Seiten, sage ich immer 999, dann werden sicherlich immer alle Beiträge auf einer Seite gezeigt. Das ist eigentlich schon alles, was man dann einstellen muss. Save. Und man hat hier dieses Lernjournal. Ich habe es jetzt tatsächlich vergessen, also nochmal auf den die Einstellung gehen und dem noch sagen, Lernjournal Link, Lernjournal Link. Und wieder speichern. Jetzt steht es auch da. Wie gesagt, das vergesse ich permanent. Und dann hier bei diesem Pfeil hier kann man die Breite einstellen. Beim Journal finde ich sinnvoll, die ganze Breite zu nutzen. Dann ganz zur Seite ziehen, loslassen und dann springt sie automatisch auf die maximale Seitenbreite. Jetzt die erste Woche ist, glaube ich, der nächste Auftrag, diesen Beitrag hinzuschreiben. Das habe ich schon gemacht. Fototagebuch kommt jetzt dann gerade, Lernjournal ist jetzt da. Genau, und jetzt mache ich da mal im Lernjournal einen Beitrag mit dem ersten Text und auch dem Fototagebuch da drin. Das heißt, hier einfach auf Neuen Beitrag, New Entry klicken und als Titel jeweils die Wochenbezeichnung wählen. Der gerade laufenden Woche, jetzt wäre es die erste Woche, erstens Portfolio. Hier eingeben als Titel. Und dahinter kommt dann noch Lerneffekt, das habe ich hier auch im Auftrag drin. Titel, erste Woche, die erste Woche ist Portfolio und dann den Lerneffekt mit einer Zahl angegeben. Das heißt, wenn du jetzt da 7 von 9 schreiben würdest, hättest du in dieser Woche, wenn 9 das Maximale, was man so lernen kann in einer Kurswoche wäre, 7 von 9 zum Beispiel erreicht. Wenn du nicht so viel gelernt hast, schreibst du da vielleicht 2 von 9 oder 4 von 9, sowas. Selber ein bisschen abschätzen, wie du das Gefühl hast, wie viel hast du in dieser Woche gelernt. Also jetzt mal bei diesen 7. Und darunter kommt jetzt eben dieses Bild. Und da gibt es einen Knopf dafür, Bild einfügen. Und hier muss ich das mal aufklappen. Und jetzt gibt es hier zwar diesen Ordner, wo ist der?
Fototagebuch Link Demo, aber die heißt eben was nur Fototagebuch Link. Gehe da mal rein. Da gibt es noch kein Bild. Darum muss ich das zunächst mal hochladen. Muss man immer bestätigen mit dem Haken hier, dass man das Bild die Rechte dafür besitzt. Dann bei Durchsuchen entsprechende Bild auswählen. Ich gebe auch immer gerade den Namen der Woche der Datei. Nummer 1 Portfolio.png in dem Fall. Dann weiß ich, das ist das Bild von der ersten Woche. Und es wird mir automatisch jetzt hier auch ausgewählt. Muss es also nicht mehr selber auswählen nachher. Und Submit klicken. Dann, wenn du direkt Enter drückst, um darunter zu schreiben, verschwindet das Bild, weil es noch ausgewählt war. Kannst noch mal einen Schritt zurückgehen, ist wieder da. Und dann einfach darunter hinklicken, damit nicht mehr das Bild ausgewählt ist. Und dann Enter drücken oder Return, wie auch immer das bei deinem Computer heißt. Und jetzt kannst du den Text einfügen. Das wäre eben eine positive Erfahrung dieser Woche. 3 bis 5 Sätze habe ich, glaube ich, gefordert. 1, 2, 3, 4, 5 Sätze. Das ist ja nur Fülltext. Ich werde jetzt das nicht selber schreiben in dieser Demo. Auch wieder einfügen und danach auf Deutsch zum Beispiel gelernt ist. Weil danach sollen ja 3 Dinge, die du dieser Woche gelernt hast und für die du dankbar bist, kommen. Ich mache das jeweils einfachheitshalber mit der geordneten Liste. Also ich einfach auf dieses Listensymbol klicke mit den Zahlen und dann jeweils nochmal einen Satz da für die 3 Dinge, die ich da gelernt habe. 1, 2, 3. Es dürfen auch 2, 3 Sätze sein pro Gelernten, je nachdem, was es braucht, um das sinnvoll zu beschreiben. Und dann gibt es halt automatisch diese Aufzählung, diese numerierte Aufzählung, muss ich nicht selber irgendwie 1, 2, 3 schreiben. Ist professioneller, finde ich. Dann vielleicht noch einen Tag oder 2, vielleicht noch 3 pro Woche. Jetzt in diesem Fall sicher Portfolio. Vielleicht hast du noch andere Dinge in deinem Beitrag erwähnt. Dann kannst du die hier auch noch erwähnen. Das ist eigentlich alles. Ist noch wichtig, versuch deine Dateien klein zu halten. Die PH ist ein bisschen schmürzelig mit der Datei, mit dem Speicherplatz. Darum immer möglichst die Dateien gut komprimieren und so kleiner machen, dass sie die Größe haben, die man tatsächlich braucht. Wenn ich jetzt so 10 Megabyte Bilder hochladen und nach 5 Bildern ist schon der ganze Speicherplatz verbraucht. Dann Save Entry. Und jetzt habe ich hier tatsächlich meinen ersten Beitrag mit einem schönen Titel, dem Bild, darunter meinem schönen Erlebnis und den 3 gelernten Dingen. Hier ist das der Tag noch zu sehen. Gut, das wäre mal das. Dann der nächste Schritt ist, ich soll der Gruppe Link 2021 beitreten. Das ist die Gruppe, in der wir uns gegenseitig dann nach dem nächsten Schritt die Ansichten freigeben, damit alle gegenseitig auf ihre Portfolios schauen gehen können, was die so schreiben, was sie für Bilder machen und für mich vor allem dann auch, um mir das anzuschauen. Dann gehe ich wieder zurück auf Mahara im Portfolio.phtg.ch auf diesen Wiki-Burger und jetzt in dem Fall gehe ich zu Engage. Da gibt es den Punkt Groups. Und hier kann ich jetzt mit dieser Suche nach Gruppen suchen. Und zwar wichtig in dem Fall, ich muss hier alle Gruppen auswählen, All Groups. Sonst sucht es nur an den Gruppen, in denen ich schon beigetreten bin, und denen ich schon beigetreten bin. Dann hier eben, wie gesagt, nach Link 2021 suchen. Und jetzt kommt hier diese Gruppe, die offen ist, da kann jeder beitreten. Ich bin schon beigetreten, darum fehlt bei mir jetzt hier Join Group, dieser Knopf. Du wirst einfach auf Join Group draufklicken und nachher bist du Mitglied in dieser Gruppe hier. Das war der Schritt. Der nächste Schritt ist dann, wie gesagt, hier deine Ansicht der Gruppe freizugeben. Wie geht das jetzt wieder? Hier einfach, ich klicke da oben auf wieder auf den Wiki-Burger, dann wieder auf Create, Pages und Collections. Und wenn ich jetzt hier dann meine Sammlungen, also meine verschiedenen Ansichten bekomme, gibt es da schon ein Schlösschen. Und das ist dann eben, um den Zugriff auf meine Ansicht zu steuern. Normalerweise komme nur ich auf meine Ansicht, aber in dem Moment, wo ich hier draufklicke auf Zahnrad, auf diesen
auf dieses Schlösschen hier mit Manage Access, kann ich anderen Leuten oder eben zum Beispiel einer ganzen Gruppe Zugriff geben. Ich öffne das mal hier, Share With, und kann jetzt hier diese Gruppe, der ich beigetreten bin, 2021 auswählen und habe jetzt automatisch, wenn ich dann auf Save klicke, hier unten diese Freigabe gemacht. Ich könnte auch, wenn ich möchte, das nur einer bestimmten Person, mit einer bestimmten Person teilen. Ich gebe da mal, mache das mal zur Demo, einfach damit du das mal gesehen hast. Könnte da jetzt, versuche ich mal, Peter, Hochstrafe zum Beispiel, oder wer auch immer, Peter Heiniger, ihn wollte ich eigentlich, könnte ich den Peter Heiniger das freischalten. Ich mache es jetzt nicht, das möchte ich in dem Fall gar nicht, aber so wäre es auch möglich, einzelnen Personen das freizuschalten. Einfach wichtig, da würde ich Person nehmen, Friend wäre nur Leute, die du wie bei anderen Social Media Plattformen schon irgendwie geliked hast oder so. Also darum Person, dann kommen immer alle, die da einen Account haben auf Mahara. Aber in dem Fall jetzt nur Link 2021, Save. Und damit ist die Freigabe eigentlich geschafft. Wenn ich jetzt, jetzt komme ich automatisch in meine Ansicht nochmal, sieht man, wie das jetzt ausschaut bis jetzt. Profilinformation, Linkjournal, Lernjournal meine ich für Link und da unter den ersten Beitrag. Ich gehe dann nochmal auf die Dash, also auf die Startseite gehen, indem ich da oben aufs Logo klicke. Sollte dann bei dir auch hier auf der Seite unter den Gruppen Link 2021 aufgelistet sein. Gehe da mal rein. Und dann finde ich da tatsächlich bei den geteilten Ansichten Pages shared with this group, finde ich dann meine Link-Portfolio-Demo. Und da sollte dann später auch deine und die von allen deinen Mitstudierenden verfügbar sein. Gut, dann hoffe ich, dass soweit alles klar ist. Sonst kannst du gerne auch im Unterricht nachfragen oder dich sonst bei mir melden. Und ja, dann wünsche ich dir viel Gutes gelingen beim Selbermachen.